Am Dienstag, den 10. März 2009, fand in der Leonberger Stadthalle die Ehrung der Leonberger Sportler statt. Die Veranstaltung fand in diesem Jahr bereits zum 11. Mal statt. Leonbergs Oberbürgermeister Bernhard Schuler lässt es sich nicht nehmen, die herausragenden Einzelsportler und Mannschaften seiner Stadt zu ehren. Die Richtlinien für die Sondersportlerehrung sehen die Auszeichnung erst ab einem relativ hohen Level vor. Man muss zum Beispiel einen württembergischen Meistertitel erhalten haben, um wenigstens eine Bronzeauszeichnung zu bekommen. Trotz der hohen Anforderungen wurden in diesem Jahr 50 Einzelsportler und 15 Mannschaften geehrt. Dass in Leonberg auch der Behindertensport einen festen Platz im Sportgeschehen hat, zeigte Jochen Wollmert, der bei den Paralympics im Tischtennis den Olympiasieg davontragen konnte. Ein weiterer behinderter Sportler, der sich den Respekt der Besucherinnen und Besucher abholen durfte, ist der an einem Gehirntumor erkrankte Markus Heikamp. Er konnte bereits 3-mal die Süddeutsche Meisterschaft im Karate für Behinderte gewinnen. Im Anschluss an der stimmungsvollen Veranstaltung konnte bei Klängen eines DJs abgetanzt werden. Dies war ein Beitrag von Waldemar Herzog, Positiv Medien, und Andreas Sauer, Redaktionsbüro Sauer.